Herzlich willkommen zu einem neuen Part Dragon Age Origins. Wir sind jetzt im Amboss der Leere. Also möchte ich mich spielen. Danke. Wenn Vranka irgendwo ist, dann hier. Und sie ist bestimmt vorbereitet. Okay. Schauen wir uns mal ganz kurz die Karte an. Die ist allerdings schon da. Moment, wartet mal. Noch irgendwie was. Ich glaube, ich würde aber gerne erstmal das machen. Dann haben wir das nämlich fertig. Das heißt, wir gehen nochmal ganz schnell zurück, bevor wir weitermachen. Zu Ort und Teig. Weil da sollen wir noch alle Sachen irgendwie abgeben. Keine Ahnung. Ich hoffe jetzt nicht, dass irgendwie was Großartiges passiert. Sind wir eigentlich da überall rumgelaufen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber es sieht ja so aus, ne? So. Ah, okay. Wird auch sogar angezeigt. Das ist immer schon mal gut. Hier, ich habe euch auf dem Markt ein Handtuch, ein Stück Seife und ein Rasiermesser gekauft. Oh. Hey, und wozu soll das gut sein? Damit wäscht man sich. Was Seife ist, weiß ich, Weib. Wozu dient der dünne Metallstreifen? Das ist ein Rasiermesser zum Rasieren. Ein Rasiermesser zum Rasieren. Jeder Krieger, der was auf sich hält, trägt Bart. Das habe ich auch Alistair schon oft gesagt. Aber der eure ist verfilzt und steckt voller alter Essensreste. Oh! Ah, da schwimmt der Hering also hin. Ganz egal, es geht darum, mein Gesicht warm zu halten. Schön muss er nicht sein. Außerdem, so. Die Damen, er kitzelt genau an den richtigen Stellen, wenn ich mein Kind... Hier ist das Kriegergrab. Hör mal auf zu reden, bitte. Egitt, nehmt es einfach. Nehmt es. Darf ich jetzt auch? Danke. Hier ist das Kriegergrab, wo wir dann unsere gesammelten Sachen hinlegen. Ich denke mal, das sind ja diese Soldatensachen. Okay, das war's schon. Dann gucken wir nochmal ganz kurz nach, was wir jetzt machen müssen. Oder ob das irgendwie einfach nur... ja, okay, haben wir einfach abgeschlossen. Das weiß ich beispielsweise gar nicht, wo das ist, aber ich glaube, das kann ich ja noch nachher dann fertig machen. Hoffe ich doch einfach mal. Genau. Ja gut, ich denke mal, das ist ja das ist ja die übergeordnete Quest. Dann machen wir jetzt wirklich auch das weiter. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück zu diesem Amboss der Leere. Ist immer ein bisschen Laufzeit, aber manchmal erzählen ja meine Kumpanen auch irgendwas. Auch wenn mich das so ein bisschen teilweise stört, weil dann will ich euch irgendwie was erzählen und kann es nicht. Weil die einfach so laut daherquaken. Ich habe das ja auf den Ohren und nicht mehr direkt am Fernseher. Also ihr müsstet jetzt quasi gar nichts mehr davon hören, hoffentlich. Ja. Aber so ist es ja noch in Ordnung. So, und jetzt hier rum, weil da ja zu ist. Wir sind jetzt im Übrigen erst in Part 70. Ich hatte, glaube ich, irgendwie letztes Mal gesagt, dass wir in Part 70 sind oder... Aber ich habe, ich mache das ja mit einer Aufstellung immer und das hat nicht so ganz geklappt. Also ich habe mich komplett einmal verzählt. Ich habe die 66 total ausgelassen und deswegen... So, dann gehen wir jetzt natürlich zum Amboss der Leere. Und denke ich aber trotzdem, dass wir danach noch die Quests weitermachen können. Das heißt also nochmal in die tiefen Wege rein können. Mich würde natürlich super interessieren, was dann auch die Leute sagen da vom, Typen, die da die ganze Zeit stehen. So, wir sind jetzt dann auch da. Und können dann auch mit dem Pfeil mitgehen. Mal gucken, was jetzt passiert. Was war das? Ich will ganz offen sein. Meine Toleranz für sozialen Status
ist mittlerweile ausgesprochen begrenzt. Hoffentlich stört euch das nicht. Da rasier mir doch einer den Rücken und nenne mich Elf. Branka? Beim Stein, ich habe dich kaum wiedererkannt. Ogryn, irgendwann musstest du ja hierher finden. Hoffentlich findest du möglichst bald auch den Weg zurück. Und wie soll ich euch ansprechen? Söldner des letzten kleinen Lords, der nach mir suchen ließ? Oder seid ihr nur einer, der Ogryns Bierfahne ertragen kann? Zeig Respekt, Frau! Du redest mit einem grauen Wächter. Ah, er ist also ein wichtiger Botenjunge. Dann ist vermutlich was Schlimmes passiert. Ist Andren tot? Würde mich nicht wundern. Er war schon ein wenig klapprig. Stimmt, er ist tot und die Versammlung kann sich nicht entscheiden. Was habt ihr mit all dem zu tun? Warum interessiert sich eine Oberflächlerin für Zwergenpolitik? Ihr müsst einen Gönner haben. In hoher Position. Und der muss etwas Bestimmtes wollen. Nun, was könnte das wohl sein? Ich sage euch dasselbe wie allen, die dachten, ich könnte sie zum König machen. Von mir aus soll die Versammlung einen besoffenen Affen auf den Thron setzen. Weil unser Beschützer, unsere große Erfindung, wegen der unsere Armeen von der ganzen Welt beneidet wurden, derselben dunklen Brut in die Hände fiel, die sie eigentlich bekämpfen sollte. Der Amboss der Leere, dessen Hilfe die Ahnen eine Golem-Armee geschaffen haben, die den allerersten Erzdämon besiegt hat. Er ist hier in der Nähe. Ich kann ihn förmlich riechen. Klingt, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Und ihr glaubt, ihr könnt nach all meinen Anstrengungen einfach hereinstürmen und den Amboss einfach so in Besitz nehmen? Typisch, diese Arroganz. Der Amboss befindet sich hinter einer Reihe von Fallen, die Carradine selbst entworfen hat. Meine Leute und ich haben Leib und Seele dafür geopfert, ihre Geheimnisse zu lüften. Das ist wichtig. Das ist von Bedeutung. Habe ich Erfolg, hilft das dem ganzen Zwergenvolk. Könige und Politik... Das ist alles vergänglich. Ich habe alles aufgegeben und werde alles opfern, um den Amboss der Leere zu bekommen. Ihr seid besessen. Deshalb hat Carradine ihn weggebracht und versiegelt. Ich werde nicht aufgeben. Sein Vermächtnis, sein gesamtes Wissen liegt dort. Und ich werde es bekommen. Es gibt nur einen Ausweg, Wächter. Nach vorne. Durch Carradines Labyrinth. Dahin, wo der Amboss wartet. Was hat dieser Ort bloß aus dir gemacht? Ich habe ein Mädchen geheiratet, das einen schon nach einer Minute mit ihrer Brillanz beeindruckt hat. Ich bin dein Paragon. Okay, also wir können nicht mehr zurück, wie mir scheint. Ich will trotzdem mich mal einmal umsehen, ob nicht hier irgendwie was noch liegt, was ich eventuell aufheben kann. Aber es sieht nicht so aus, als könnten wir das. Hier ist auch nichts. Das heißt, wir haben wirklich nur die eine Richtung, in die wir gehen können. Ja, eine krasse... wir können nicht mehr zurück erstens. Und jetzt kommt auch noch dazu so ein krasses Gespräch mit jemandem, die wir wirklich vergeblich gesucht haben und die uns eigentlich nur anmaunzt. Ich brauche Freiwillige für Carradines Fallen. Versuch und Irrtum, anders geht es nicht. Ich habe sie hineingeschickt. Sie waren alle mal eingeschworen auf mein Haus. Und wollten mir nicht helfen. Versuchten mich zu verlassen. Selbst meine Hespeth. Aber selbst sie konnten nicht verstehen, dass das Streben nach Größe Opfer kann. Achtung! Da drüben ist dunkle Brut! Dann töten wir die dunkle Brut. Wie ihr wünscht. Oder ist die hier etwas größer? Moment, das wird mir jetzt ein bisschen zu laut auf den Ohren. So.
Hallo? So, nun ist es tot. Wo läufst du hin? So. Jetzt sagt sie gar nichts mehr irgendwie. Jetzt habe ich auch, wo? Wo rennst du hin? Ich renne einfach weg. So. Wieso ist doch alles easy jetzt wieder? Lyrium-Ader brauchen wir jetzt gerade nicht. Und von hier aus kommen wir jetzt. Ich muss jetzt gucken. Aber manche, einige der Frauen. Ach, da stehen sie, okay. Das ist wieder so ein großes Ding hier. Ein Durcheinander. Na komm. Hau mich nicht. Aber für den haben wir ja auch, da hauen jetzt ja mehrere drauf. Oh! Ich bin da oben. Oh Gott, hier gibt es ganz viele. Auf jeden Fall müssen wir die mit der Magie erst tot machen. Ansonsten nehmen wir vorher, dass es ein bisschen krasser wird. Fall doch endlich um, genau. Kommen auch immer mehr. Sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg hier? Aber ich gehe immer gerne erst die Umwege, bevor wir irgendwas machen. Vielleicht hätten die mich auch von der anderen Seite dann angegriffen. Kann ja auch sein. So. Auf jeden Fall schön, immer was zu mitnehmen. Dass sie mir auch alle Geld geben, das ist ganz wichtig. Da war ein Steingolem, den habe ich gar nicht gesehen. Aber wir müssen auf jeden Fall da hoch, deshalb gehen wir wirklich erstmal diesen Weg. Denn er scheint mir noch nicht dorthin zu führen, hoffe ich zumindest. Oder beziehungsweise, es ist einfach hier Schluss gleich. Da ist aber noch ein Golem. Zumindest sieht es so aus. Ach so, es wäre einfach nur so ein Wickel gewesen. Wir müssen auch nochmal irgendwann die Leute befragen, mit denen wir gerade herumreisen. Ach, das wäre hier sogar der echte Weg gewesen. Moment. Tatsächlich, also ich hätte gar nicht da hingehen können. Jetzt werde ich auch mal ganz kurz auf Lilly gehen, weil die kann ja die Fallen sehen bzw. umgehen. Und die wird auch schon gespeichert. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Oh. Ach, das wird ja wahrscheinlich... hier überall Gift. Was? Der nächste natürlich. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Schalter, den ich ausmachen kann. Aber es geht ja, wir kriegen ja immer, wir haben ja auch Generationen mit Winnie. Ja klar.
Ja, das ist halt dieses Gift, was hier gerade drin ist in dem Raum. So, jetzt müsste es auch aufhören, oder? Da ist ja noch irgendwas, da ist ja auch noch ein Gasventil. Da ist auch noch Gasventil. Ist noch auf der anderen, ja, auf der anderen Seite ist noch eins. Und sonst sehe ich aber gar keins. Doch, jetzt ist es auf jeden Fall weg. Jetzt ist es zumindest weg, Gott sei Dank. Ja gut, hätten wir auch gerade eben schon machen können, aber trotzdem, nö. Dann komme ich nicht da rein. Ich komme ja später rein, dass da irgendwie der Amboss ist, dass ich nochmal zurücklaufen muss. Da, glaube ich, komme ich auch nicht rein. Nee. Gut, dann geht's erstmal nach oben weiter. Okay. Und schön, dass es immer von selber so ein bisschen speichert. Dann ist man immer nicht so alleine gelassen, sondern, eine Falle. Direkt vor uns. Gegner voraus! Seid vorsichtig! Oh Gott im Himmel! Ja, das bist du auch. Warte mal, dann nimmt sie gleich mal ein Paar müsste ich ja haben. Nee, da wollte ich nicht hin. Oh, ich habe nur noch so wenige. Was ist das denn? Ist das eine starke, genau? Und dann gleich mit die. So. Also ich muss mit ihr jetzt hier sein. Ich dachte, da kommt noch mehr Steingolems, aber nun gut. Warum ziehen wir den Ärger eigentlich so an? So, ich werde aber mal einmal auf mich gehen. Alle so ein bisschen selber geheilt. Also es sind ja gar keine Fallen, es ist ja eher kämpfe dich ja durch. So, dann mal weiter. Ich finde es auch doof, dass die so vorgelaufen ist. Warum kann sie denn nicht auf uns warten? So, bevor wir uns aber weitermachen in diesem Raum, werde ich erstmal diesen Part natürlich beenden. Ich würde mich natürlich wieder freuen, wenn ihr dann einschaltet zum nächsten Part, Dragon Age Origins, wo es dann weitergeht mit dem Labyrinth. Bis dann, tschüss!